Wendepunkt aktuell. Im RLB Lotusblüte. Die neue Begegnung im Wandel deines Bewusstseins. Die Sendereihe mit Sanara und Saron. Wendepunkt aktuell. Wir unterliegen im täglichen Leben ständig dem Wandel unseres Bewusstseins. Und was es damit auf sich hat, erfährst du in unserer Sendung Wendepunkt aktuell im RLB Lotusblüte. Die neue Begegnung im Wandel deines Bewusstseins. Wendepunkt aktuell. Ja, ihr Lieben, wir grüßen euch heute natürlich wieder zu unserer Live-Sendung Wendepunkt aktuell. Die neue Begegnung im Wandel deines Bewusstseins. Am Mikrofon ist für euch eure Sanara und natürlich auch der Saron. Ja, es geht heute mal um ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Geduld. Vielleicht mag bei dem Wort Geduld bei dem einen oder anderen ein ungemütliches Kribbeln entstehen. Ja, die Geduld, die hat's manchmal so in sich. Da frage ich einfach mal, kommst du damit zurecht, wenn die Dinge nicht sofort so bei dir laufen, wie du sie dir erhoffst? Bist du geduldig? Naja, da steht schon die nächste Frage an. Was ist Geduld? Geduld bedeutet allerdings mehr als nur warten. Naja, der ein oder andere sagt vielleicht, man könnte sie auch als eine gelassene Art der Erwartung sehen. Und ob das so ist mit der Geduld, das werden wir heute mal erforschen, gemeinsam erforschen, was diese Geduld so mit uns treibt, was sie macht, warum wir immer wieder in Ungeduld verfallen und vor allen Dingen, möchte ich euch heute so ein Stück dahin führen, was man tun kann, um vielleicht sich mehr in der Geduld zu üben. Das geht. Jedoch, ich sag euch schon jetzt, es wird von Person zu Person unterschiedlich sein. Das ist nicht immer so einfach. Ich weiß auch aus diversen Gesprächen, dass Geduld manchmal so wie ein schreckliches Wort empfunden wird. Genauso wie das Wort loslassen. Ist auch so ein Wort, wo viele ja die Augenbrauen ganz hochziehen. Und doch sollten wir uns immer wieder in vielen Situationen im Leben in Geduld üben dürfen. Und warum wir uns geduldiger bewegen sollten, da schauen wir heute mal ganz extrem hin. Ja, und jetzt gehe ich erstmal rüber und schaue mal zu meinem lieben Saron. Saron, es geht ja heute um das Thema Geduld. Ja, genau. Was sagt das Thema Geduld denn zu dir? Wie macht sich bei dir die Geduld breit oder die Ungeduld breit? Wie sieht das bei dir aus? Kannst du da mal so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Das mache ich gerne. Ich grüße erstmal alle Hörer ganz recht herzlich hier im RLB Radio Lotusblüte zum Wendepunkt aktuell. Ja, Wendepunkt Geduld, liebe Zuhörer. Da kann ich mir wirklich was zusammenreimen, denn ich nehme mir oft zu viel vor. Ja, das ist auch so ein Thema. Ich habe viele Gedanken im Kopf, die in Liebe
Arbeit ist sich gemachte Liebe, Khalil Gibran. Aber wenn man sich zu viel sichtbar gemachte Liebe reinholt, dass man sagt, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen, und dann holt ein schnell die Ungeduld ein. Und dann muss ich sagen, dann brauche ich einen Rückzug. Einen Rückzug, um Prioritäten zu setzen. Dann habe ich auch meine liebe Sanara neben mir, die erstmal sagt, ja, das wäre wichtig. Dann kann man sich mal an den Tisch setzen, man kann sich mal unterhalten. Was ist wichtig? Denn Ungeduld hat auch damit zu tun, dass ich mir zu viel manchmal auflade. Und je mehr ich mich auflade, liebe Zuhörer, desto mehr ist natürlich auch da, worauf ich warte, dass es fertig wird. Das ist richtig. Das ist natürlich die Alltagssituation, die uns immer wieder natürlich einholt. Gerade sich da mal bei sich so richtig hinzuschauen, wie ungeduldig bin ich denn mit meinen Dingen, die ich erledigt haben möchte. Wo und wie macht sich denn die Ungeduld überhaupt bemerkbar? Und ich merke einfach, bei den meisten Menschen ist es so, Sarah, und es wird bei dir vielleicht auch so sein, oder bei dem, ich sag mal, bei 99% der Menschen ist es so, es beginnt mit einem Drang, das Gewicht vom rechten auf den linken Fuß zu verlagern und immer wieder so hin und her. Dann kommt so ein leichtes Drücken im Bauch und das geht hinüber in den Brustkorb und wandert in den Kopf. Ja, und dort fühlt es sich dann an, als wenn ich so ein straff gezogenes Gummiband hätte. Boah, die Ungeduld wird immer größer. Merkt ihr schon, wenn ich jetzt davon rede? Sie wird immer stärker und größer und das Gummiband spannt sich immer mehr. Ja, ihr Lieben, so breitet sich diese Ungeduld bei 99% der Menschen aus. Und spätestens in diesem Moment, da wäre es dann der Punkt, um den Mund aufzumachen und seine Geduld mehr oder weniger lautstark nach außen zu zeigen. Ich frage mich manchmal, warum sind wir überhaupt ungeduldig? Weil wir die Dinge meist sofort erledigt haben wollen oder uns zu viel aufbürden. Sagte ich gerade schon. Das genau. Ist etwas, wo wir heute noch eingehend drauf zu sprechen kommen. Zum Beispiel, stellen wir uns mal eine Situation vor. Ich gebe mal so ein Beispiel. Wir stehen jetzt so an der Supermarktkasse und stehen in der Schlange, wie das so üblich ist. Es ist ziemlich voll. Und dann ist vor uns, weit vor uns sind noch einige andere, eine Person, die so ganz langsam die Sachen in den Korb packt und langsam, und die Schlange wird immer länger und länger. Und danach, wenn es dann zum Zahlen kommt, dann muss derjenige auch noch langsam in seiner Tasche nach dem Portemonnaie suchen, krämt alle Fächer auf und runter, bis er endlich die Geldbörse gefunden hat, um zu bezahlen. Was könnte das in uns auslösen? Könnte es passieren, dass wir dann so vom rechten auf den linken Fuß hin und her zappeln und immer ungeduldiger werden und so langsam merken, Mensch, wenn dieser Idiot nicht bald da vorne fertig ist, die Schlange ist ja schon bald bis zur Fleischtheke, das kann doch nicht mehr angehen. Das ist so ein Punkt zum Beispiel, wo wir dann sagen, ja, jetzt kommt so die Ungeduld in uns hoch. Vielleicht hat der ein oder andere das von euch auch schon mal erlebt. Ich denke, das ist so ein Alltagsproblem, wo wir sagen, naja, wenn ich jetzt noch so ganz gelassen bin, lass den lieben Guten doch da vorne langsam einpacken und lass ihn auch ruhig eine Viertelstunde nach seiner Geldbörse suchen. Das macht uns alles nichts. Irgendwann wird bestimmt noch mal die zweite oder dritte Kasse aufgemacht. Wir schauen, wir haben ja Zeit. Ja, du hast aber das ganze Zeug schon auf dem Band liegen. Ja, das wirst genau. Du nicht mehr umtransformieren. Aber da mache ich mir immer so ein kleines Spiel raus, liebe Sanara. Das ist gut, erzähl mal. Das habe ich auch schon oft erlebt, ja. Dass vorne jemand steht
der natürlich auch vielleicht von seiner Bewegung, weil er älter ist, gar nicht anders agieren kann. Nee, gehen wir mal gar nicht von älter aus, gehen wir mal von normal aus. Aber manchmal ist es auch so, dass noch ein Gespräch mit der Kassiererin geführt wird und weißt du noch, gestern und treffen wir uns heute Abend, dann dreht der Saron sich um. Er fokussiert sich nicht mehr auf das, was vorne passiert. Ich drehe mich um und schaue die Schlange an. Mhm. Und das macht Spaß, in die Gesichter zu schauen. Das, da habt ihr einen Comic, ihr Lieben. Ihr glaubt gar nicht, wie viele schöne Gesichter ihr da seht. Find ich toll. Mach ich immer so. Ungeduldige Gesichter, denke ich ja, mal, oder? Ja, aber das macht Spaß. Ja. Und du glaubst gar nicht, du meinst irgendwann, hoffentlich braucht er noch länger, denn das ist so interessant hinter dir. Ja. Hm? Ich finde es auch so schön, dann vielleicht gerade in dieser Situation, wenn man sich dabei ertappt, dass man so vom rechten auf den linken Fuß hin und her tapst und man merkt, es kommt so ein Kribbeln hoch und oh, das wird immer stärker und ist schon gleich im Kopf, dass man dann vielleicht wirklich mal den Fokus ins Umfeld legt, wo auch immer hin, und das dann mal schaut, ja, was gibt's denn hier noch alles zu sehen? Vielleicht habe ich das noch nie so richtig wahrgenommen und schon bin ich abgelenkt von dem, was meine Ungeduld hervorruft. Ich habe auch schon mal gemacht, das habe ich bewusst gemacht. Habe ich mich umgeschaut und habe gesagt, habe mich so umgedreht, habe gesagt, der braucht bestimmt noch ein bisschen länger, haben wir mal Verständnis dafür, ich glaube, ich habe noch was vergessen. Dann bin ich weggegangen von der Kasse, obwohl ich der Nächste war. Ich sage, ich muss noch was holen, ich habe was vergessen. Dann habe ich noch etwas ausgelöst. Und als ich dann von der Kasse wiederkam, da waren die Gesichter noch schöner. Da war auf jeden Fall die Schlange nicht mehr das so lang. Das war ein sehr sparsames Lächeln, sage ich mal. Das glaube ich. Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, seiner eigenen Ungeduld auch Herr zu werden und sich nicht dazu hinzureißen zu lassen, vielleicht dann wirklich mal verbal laut oder weniger laut herauszurufen. Was machst du da? Kannst du nicht mal vorher überlegen? Ich denke, das wirft auch wieder einen Fokus auf uns selbst zurück, dass die anderen denken, wie reagiert der denn da? Mein Gott, nochmal. Dann wird man ganz schief angesehen. Das ist auch nicht so richtig, denke ich mal. Gute Lösung, dann zu sagen, ich habe noch was vergessen. Ich nehme nochmal meinen Einkaufskorb und wandere nochmal durch die Gänge. Und wenn ich dann wiederkomme zur Kasse, da ist die Schlange vielleicht schon weniger groß. Und vor allen Dingen derjenige, der so lange gebraucht hat, der ist fort. Ja, das ist etwas sehr Schönes. Ihr merkt schon, es sind Alltagsprobleme. Es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, da mal hinzuschauen. Denn ein Gefühl, das ich häufiger habe, könnte auch immer wieder sein, forscht mal in euch hinein, ich bin ungeduldig. Das könnte natürlich auch nichts Besonderes sein, sondern ich bin von Natur aus ungeduldig, wird ja oft gesagt. Ich habe keine Geduld. Ich bin von Natur aus ungeduldig. Und diese Ungeduld, die holt mich immer wieder ein. Gut, das kann ich natürlich sagen. Jedoch, was macht es denn mit mir, wenn ich immer wieder ungeduldig bin? Zum Beispiel, wenn ich in einer Warteschlange stehe oder im Stau auf der Autobahn stehe oder in einem Wartezimmer sitze. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Oder ich telefoniere und gerate wohin? In eine Warteschlange, die mich da eine Viertelstunde und noch länger vertröstet. Was passiert da mit mir? Was passiert wirklich in mir? Wenn ich ehrlich bin, ich denke, dann kommt dieses Gummiband, was immer strammer wird und immer strammer wird und fast anfängt zu explodieren, kommt dann zum Tragen. Oder ich bin in einem Restaurant und ein Kellner, ja, den ich da immer wieder gerufen habe, der kommt einfach gar nicht. Er kommt nicht, er geht immer wieder an dem Tisch vorbei, bedient alle anderen, nur nicht unseren Tisch. Könnte da nicht auch eine Ungeduld hervorkommen und mit dieser sich steigernden Ungeduld vielleicht auch etwas Unfreundliches, was dann hochkommt? Denn Ungeduld hat immer damit zu tun, dass dieses Gummiband sich mehr und mehr spannt und somit eben halt auch, ja, ich sag mal, man ist gereizt. Man ist ja nicht mehr freundlich dann. Man ist in einer Situation, wo auch unfreundliche Worte herauskommen können. Und da mal hinzuschauen, was bedeutet es, wenn ich dieses Gefühl spüre? Und wann spüre ich dieses Gefühl?
Sarah, dann frage ich dich mal. Ja, ich gehe jetzt gar nicht auf deine Frage ein, tut mir leid. Aber da, das da, da bin ja, ich aber da, hartnäckig, bist du hartnäckig, das weißt du, weiß das, ja. Kann es sein, liebe Sanara, dass Ungeduld, da wir ja hier inkarniert sind, ein Faktor Zeit dahinter steckt? Dass wir etwas verpassen, dass wir schnell doch etwas erledigen wollen? Denn ich kann ja auch nicht sagen, ich möchte ein Kind, aber ich möchte es in 3 Wochen. Das ja, Kinderzimmer ist fertig, also bitte, sieht mal zu, in 3 Wochen muss das Kind jetzt da sein. Jetzt aber zackig, ne? Aber zack, zack jetzt, ja, das geht ja auch nicht. Weißt, wie ist es mit Mutter Natur? Wir sehen es selbst, in diesem Jahr ein wunderbares Treibhaus, Gewächshaus haben wir letztes Jahr gebaut. Ich kann ja auch nicht an den Pflanzen ziehen und an den Gurken, dass sie länger werden. Genau. Ja, das ist nicht anders als bei uns etwas Menschen. Etwas Wunderbares, ne? Also gerade in der Natur da mal zu schauen, wenn ich jetzt etwas gepflanzt habe, gesät habe oder was weiß ich auch immer und ich möchte jetzt so schnell wie möglich Ernte haben. Ich habe das doch gesät und ich will, dass das jetzt kommt. Dann gehe ich dahin und ziehe immer weiter an der Pflanze. Was passiert? Letztendlich habe ich die Wurzeln mit rausgezogen. Was passiert dann? Ich habe gar nichts mehr. Also, die Natur zeigt uns schon, du habe Geduld und ich gebe dir dann das, was nach der Zeit, die für mich reif ist, für dich richtig ist. Das ist sehr schön. Ein sehr wunderbares Beispiel, worin wir Menschen uns noch üben dürfen, der eine mehr, der andere weniger. Ich denke, es gibt niemanden, der sagen kann, er ist nie ungeduldig. Das gibt es nicht. Zum Beispiel, ich gebe mal ein anderes Beispiel. Ich möchte mir etwas kaufen. Und das, was ich mir kaufen möchte, kann ich aber nicht allein transportieren. Da müsste ich also Hilfe haben. Jetzt müsste ich ja erstmal denjenigen, der mir helfen soll, fragen. Du kannst du mir helfen? Ich möchte mir das kaufen. Dann sagt der, ja natürlich helfe ich dir gerne. Du, im Moment habe ich zwar keine Zeit, jedoch nächste Woche können wir das gemeinsam gerne machen. Und schon komme ich ins Grübeln und denke, nächste Woche, ich will das doch jetzt haben. Wieso nächste Woche? Was mache ich denn jetzt? Ach, weißt du was, ich gehe einfach alleine los und guck mal und irgendwie schlepp ich mir das schon nach Hause. Wie auch immer. Was zeigt das? Bin ich da geduldig? In meiner Geduld? Oder kommt da eine gewisse Ungeduld hoch, wo ich sage, ich mag gar nicht bis nächste Woche warten, weil der hat ja eher keine Zeit. Also, ich will das jetzt sofort haben. Jetzt, heute, im Hier, jetzt. Wäre es schlimm, wenn ich es erst eine Woche später hätte? Ich denke, das ist so ein Thema, wo wir alle mal auf uns schauen dürfen. Woran zeigt sich bei uns die Ungeduld? Und woran erkennen wir, ob wir geduldig sind? Denn Ungeduld ist ein lästiger, wirklich ein ganz lästiger Alltagsbegleiter, der uns nervös und unausgeglichen macht. Das ist das Schöne, dass wir merken, wir werden immer nervöser, das Gummiband spannt sich immer strammer und irgendwann dann platzt es. Zum Beispiel warten wir auf einen Anruf und er hat gesagt, er ruft innerhalb der nächsten 1,5 Stunden an und wir warten und warten, es sind schon 2, es sind schon 3, es sind schon 4 Stunden rum und der Anruf kommt nicht. Was passiert dann? Sind wir dann noch geduldig? Naja, der Gute hat bestimmt keine Zeit anzurufen. Er wird sich bestimmt noch melden. Das ist zwar wichtig für mich, dieser Anruf, absolut, hätte auch heute erledigt sein müssen, doch der Gute meldet sich noch, wird keiner denken. In dem Moment kommt eine gewisse Unruhe in uns hoch und das ist wieder diese Ungeduld, die dann hochkommt. Warum meldet er sich nicht? Wenn ich jetzt anrufe, dann erreiche ich den vielleicht noch nicht einmal, denn er wollte sich ja melden. Da merkt man schon, wie diese Lebenssituationen, die uns in allen Situationen immer wieder einholen und die uns zeigen, wie wir doch mit den kleinen, größeren und natürlich sehr großen Situationen umgehen können. Denn das ist genau das, was uns immer wieder zeigt, ja,
wie kann ich denn in meine Geduld kommen? Wenn der jetzt nicht anruft, ob du jetzt nervös wirst und ob du schimpfst und sagst, dieser Idiot, der hat gesagt, in anderthalb Stunden ruft er an, jetzt sind schon 3 Stunden rum, der hat immer noch nicht angerufen. Was ändert das letztendlich bei dir? Nichts. Es wird nichts ändern, außer, dass du dich ellenlang aufregst, sehr belastet bist, natürlich in deinem Körper, in deinem vegetativen Nervensystem, und das tut dir überhaupt nicht gut. Letztendlich wird derjenige sowieso erst später anrufen. Du kannst es nicht ändern. Jedoch, du kannst eine andere Einstellung dazu bekommen. Indem du dieses sagst, okay, er ruft jetzt nicht an, ich kann es nicht ändern, er wird sich schon melden und dann werde ich das klärende Gespräch führen können. Und dann geht es dir auch wieder besser. Du kannst dich in der Zeit vielleicht mit ganz anderen Dingen befassen und beschäftigen, damit du nicht nur immer daran denkst, wann ruft denn der endlich an, und schleppst das Telefon überall mit dir hin, sogar zur Toilette, damit du bloß den Anruf nicht verpasst. Das nützt einem gar nichts. Es ist wichtig, dass man wirklich etwas dann für sich tut und sagt, okay, irgendwann wird dieser Mensch zurückrufen. Und dann kann ich das klärende Gespräch führen. Das ist immer ein, allein schon, wenn ich das Wort Geduld sehe. Mhm. Liebe Sanara, das heißt einfach jetzt mal das Beispiel aufzugreifen von den 2 Stunden oder 1,5 Stunden. Ich rufe mal in den nächsten 1,5 Stunden an, da würde ich mich gar nicht drauf einlassen erstmal. Mhm. Nicht direkt, da würde ich sagen, ich habe in der Zeit auch noch was anderes zu tun, denn das Wort Geduld heißt, geh und dulde es. Du kannst in der Zeit, wie du sagtest, wirklich etwas anderes tun. Genau. Entweder nehme ich das Handy, nimm diesen Apparat mit, dass ich ihn bei mir habe, oder man macht einen fiktiven Zeitpunkt aus, dann und dann bin ich im Büro. Und wenn du mich nicht erreicht hast, ja gut, dann muss der andere sich in Geduld üben. Das ist ja wieder ein Geben und ein Nehmen. Und wenn ich spreche lieber, du hast nicht so viel Geduld, als wenn ich das Wort Ungeduld ausspreche. Denn es gibt Unkraut, es gibt Unwohlsein, es gibt... Dieses Wort Un ist negativ zu sehen, etwas. Es zieht etwas runter. Die Ungeduld ist auch negativ. Ja. Sie macht nichts Gutes mit mir. Ja. Ja, deswegen kann ich lieber von positiver Geduld sprechen, ne? Naja. Naja. Ja, wir sagen ja auch nicht Schwertransporter, wir sagen Leichttransporter, obwohl es das Große in sich schon in sich trägt. Also es ist aber auch, die Geduld ist auch wie die Angst. Ich sage mal so, die Angst ist ja keine Angst. Die Angst schützt uns nur vor unbedachten Bewegungen. Sie hält uns vor Gefahr weg. Die Geduld hat ja auch damit zu tun, du hast dir einen Einkaufszettel geschrieben, stehst an der Kasse, kommst in den Stau, gehst nochmal zurück, gehst nochmal durch den Laden und sagst, Mensch, wenn ich jetzt nicht zurückgegangen wäre, dann hätte ich das Wochenende aber in den Sand gesetzt. Ich habe nämlich die Soße vergessen, weißt du? Es sind immer Punkte, wir sind nicht umsonst in dieser Situation. Es ist auch eine Ruhephase, man kann es auch als Meditation sehen. Ich sehe es Einkaufen immer als Meditation. Und gerade an den Kassen mache ich mir wirklich das Spiel. Ich lache die Menschen sogar an. Versuche sogar, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Das machen wir, das ist richtig. Ja, aber wir sind hier im Wendepunkt aktuell, ja, um einen Wendepunkt auszulösen. Genau. Ja. Jedoch Geduld beeinflusst unser ganzes Leben. Das ist ganz wichtig, da mal hinzuschauen. Und nicht alle denken natürlich so oder sind so, denn wir dürfen da mal ganz genau hinschauen. Unsere Geduld bestimmt unser Leben vom Kleinkindalter an bis ins Erwachsenenalter. Vielleicht haben wir schon als Kleinkind überhaupt nicht gelernt, geduldig zu sein. Vielleicht waren wir immer schon ein ungeduldiges, strampelndes, mit den Füßen auftretendes Kleinkind. Aber es fängt erstmal bei den Eltern an. Ne? Wenn so ein Kleinkind kommt, ihr Lieben, ich glaube, da braucht man viel Geduld und Liebe. Ne? Da braucht man sehr viel Geduld und Liebe. Das ist natürlich auch, und das zieht sich weiter ins Berufliche. Und es zieht sich auch weiter in alle Beziehungen, die wir leben.
Dort zeigt sich das Ganze eben halt, wie geduldig bin ich überhaupt? Denn Geduld heißt ja auch den anderen in Achtsamkeit wahrnehmen. Geduld heißt auch, den anderen zuzuhören und das, was ich höre, auch achtsam aufzunehmen. Und wenn ich das achtsam aufnehme, kann ich es auch in dem Moment sofort mit meinen Worten wiedergeben. Das ist auch Geduld. Es gibt ja Ja. auch Menschen, liebe Sanara, die sehr viel anfangen und nicht zu Ende bringen, weil sie Da keine. kommen wir gleich Da drauf zu freue ich sprechen. mich richtig Ja. auf dieses Ja, Thema, da kommen wir denn gleich das ist drauf zu ein sprechen. tolles Thema, denn da braucht man Ja. nicht mehr viel von Geduld sprechen. Ja, das ist aber auch eine Geduld, die. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich denke, jetzt gönnen wir uns allen jetzt erstmal ein kleines musikalisches Päuschen. Gönnen wir euch und natürlich uns. Und gleich kommen wir wieder weiter in Geduld. Natürlich darauf zu sprechen. Lauft nicht weg, wir sind gleich wieder für euch da. Ja, ihr Lieben, nach dieser kleinen Pause, wir haben uns also sehr in Geduld geübt und ich denke, ihr auch. Ja, geht es natürlich weiter um das Thema Geduld heute und Ungeduld. Denn Geduld hat immer etwas damit zu tun, sich mit dem Hier und Jetzt zu finden. Hier und Jetzt sich zu sehen und sich nicht aus einer unangenehmen Situation herauszuwursteln. Denn ständig quälen uns Gedanken an die Zukunft oder es belasten uns Erinnerungen aus der Vergangenheit. Dann lege doch mal den Fokus auf die Gegenwart. Das ist der einzige Weg, diesem Sorgenkreis zu entkommen und sich zu entspannen. Also bist du dann wieder im Hier und Jetzt. Viele Menschen leben so sehr in der Zukunft, in der dann alles perfekt und friedlich sein sollte. Das ist jetzt überhaupt nicht die richtige Wahrnehmung. Denn ich möchte nicht von einem Fehler sprechen. Ich möchte einfach sagen, dann macht sich die Ungeduld breit. Die Ungeduld, die dann in uns hochkommt. Wir verpassen vieles und warten auf etwas, das vielleicht ganz anders ausgehen kann. Und das frustriert und macht uns letztendlich zu unausgeglichenen Menschen. Es kann natürlich auch passieren, dass wir dann vielleicht schon auf das nächste Desaster warten und in die Alarmstellung gehen und gucken, wann kommt denn das und jenes wieder auf mich zu, was ich doch in meiner letzten Beziehung immer so erfahren habe? Denn da habe ich erfahren, dass mir das immer wieder gezeigt wurde, dass ich nicht geduldig bin und dass ich alles sofort haben musste. Wann kommt das denn jetzt wieder? Und ich kann dir jetzt schon versprechen, das wird passieren. Irgendein Arschengelchen wird natürlich dann kommen und wird dir das genau wieder zeigen, was du in deiner letzten Beziehung doch schon so erlebt hast. Und dann erlebst du auch dies wieder, dass du nicht alles, was du jetzt haben möchtest, sofort haben kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn da müssen wir uns mal so ein bisschen hinschauen. Denn es ist so wichtig,
da mal zu gucken, was passiert, wenn wir immer wieder in der Vergangenheit oder in die Zukunft abgleiten und nicht im Hier und Jetzt sind. Ich denke, das Wort Hier und Jetzt ist für viele auch in zwei Worte, die genauso komisch hochkommen wie die Geduld oder wie das Loslassen. Das sind Worte, die uns gar nicht passen. Denn wir möchten ja so gern alles, was wir haben möchten, dass es sofort erledigt wird. Auf der Stelle. Denn jetzt will ich das haben. Und jetzt möchte ich das haben. Und wenn das jetzt nicht sofort passiert, dann geht's mir gar nicht gut. Womit hat das zu tun? Letztendlich mit den Emotionen, die in dir hochkommen. Dieses, was die Geduld in dir verhindert. Ich sagte vorhin schon, vom Kleinkindalter an bis ins Erwachsenenalter begleitet uns das. Und das ist genau das, wovor wir natürlich auch vor großen Zukunftsfragen immer wieder Angst haben. Und manche Menschen können daran sogar verzweifeln. Und das ist etwas, wo ich euch heute hinführen möchte, da mal bei euch zu schauen. Wie ist das bei euch? Was macht das mit euch? Habt ihr schon mal diese Situation in euch oder bei euch erkannt? Und wie hat sich das in euch ausgewirkt? Was hat das mit euch oder mit eurem Körper gemacht? Das ist auch ganz wichtig, denn wir erfahren es in unserem Körper letztendlich, dieses Ungeduldigsein. Es zeigt sich in unserem Körper. Nicht nur, dass wir nervös von einem aufs andere Bein treten. Nein, es zeigt sich wirklich im Körper. Es geht in unsere Magengegend. Wir spüren es in der Magengegend. Dann geht es in unsere Brust, in unserem Kopf und letztendlich in unsere Gedanken. Und nichts dreht sich mehr als mehr darum, das will ich jetzt haben. Jetzt und jetzt. Und wenn die auch immer wieder sagen, dass ich habe jetzt keine Zeit, das mache ich dann und dann. Ich will es jetzt. Das ist etwas, was sich dann bei dir gedanklich festsetzt. Und das fördert deine Ungeduld. Und du wirst nie in deine Geduld kommen. Führe dir das mal vor Augen. Was diese Gedankengänge letztendlich mit dir machen und wie sie auf deinen Körper wirken. Denn das ist etwas, wo wir wirklich mal hinschauen dürfen. Und Sarah, du guckst mich gerade schon so fragend an. Ich lausche immer deinen Worten, liebe Sarah. Da Gerne. Bin ich so fasziniert drüber. Freue ich mich. Ich habe gerade so viele Gedanken im Kopf, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und fang einfach an. Das hat nichts mit Ungeduld zu tun. Ich sortiere gerade. Es fängt schon an, liebe Zuhörer. Um 7:30 morgens fährt der Bus. Ich muss um 8:00 im Büro sein. Der Bus, der braucht so 20 Minuten. Ich stehe aber immer um 7:00 auf. Das ist auch eine Art Ungeduld. Ich stehe um 7:00 auf und muss um 7:30 den Bus erreichen. Hoffentlich kommt er nicht zu früh. Hoffentlich kommt er verspätet. Hoffentlich komme ich noch zur Arbeit. Dann stehe ich vorm Spiegel um 7:00, mach, oh, wie siehst du denn aus heute Morgen? Ja, da muss ich mal ein Cremchen nehmen. Ein Faltencremchen. Aber das muss heute noch wirken. Ich bin ja ungeduldig. Diese Ungeduld in uns geht auch in die Körperzellen. Das zeigt uns auch, dass wir die Ungeduld nach außen tragen. Das heißt auch, ein Cremchen wird wirken, allein schon durch meine Geduld der Gedanken. Dass ich wirklich sagen kann, ich liebe diese Creme, ich schmiere sie jetzt unter die Augen. Ach, tut das gut. Aber wenn ich nur eine halbe Stunde Zeit habe, noch nicht mal, denn ich muss noch zum Bus laufen. Wir müssen uns auch geduldig in diesem Leben integrieren, dass ich mir auch selbst die Zeit nehme, geduldig vorher alles in Ruhe zu schaffen. Geduld und Ruhe, das ist ja nun fast wieder eins. Ich brauche die Ruhe im Leben. Wir haben so viele Sinnesorgane bekommen. Wir haben so viele Gefühlsorgane bekommen in unserem Leben.
Aber die Ungeduld baut eine Nebelwand. Und diese Nebelwand, die bringt uns immer weiter davon weg, wo du gerade gesagt hast, liebe Sanara, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft leben, sondern in Hier und Jetzt zu leben, heißt auch, sich in Geduld zu üben für das, was ich habe. Denn es gibt ein wunderbares chinesisches Sprichwort: die Geduld nicht verlieren. Auch wenn es unmöglich scheint, das ist Geduld. Ich denke, genau das drückt es natürlich aus. Jedoch, Saron, hast du vielleicht auch schon mal beobachtet, wenn man zum Beispiel in einem Wartezimmer sitzt, egal wo auch immer, man muss warten, bis man an die Reihe kommt, dann schaue ich mir immer so die mitwartenden Personen an. Und da ist mir aufgefallen, dass die meisten Personen sich mit ihrem Smartphone beschäftigen. Sie haben ihr Handy und sie drücken und machen und tun. Und man kann ja heute alles Mögliche mit dem Handy machen. Vielleicht nutzen sie jetzt mal die Möglichkeit, noch alte Nachrichten, die sie bekommen haben, mal endlich zu beantworten. Jetzt habe ich ja Zeit, muss ja warten, bis ich an der Reihe komme. Oder eben halt, da gibt es ja so viele Apps, da kann ich mal reingehen und dann kann ich schauen und, und. Ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass viele das eben halt machen? Das ist etwas, wo ich immer wieder sage, schau mal, die überbrücken jetzt ihre Wartezeit. Könnte man das Geduld nennen oder könnte man das auch nennen, sie überbrücken ihre Ungeduld? Das ist langweilig. Ist langweilig. Ich finde es aber toll, gerade dieses Thema. Denn wenn ich, liebe Zuhörer, auf eine Uhr schaue, dann kann eine Minute auch eine Stunde lang sein. Ja, das stimmt. Mensch, jetzt geh doch mal schneller. Ich brauche noch 5 Minuten. Boah, ich gucke auf die Uhr. Mein Gott, läuft der Sekundenzeiger heute langsam. Wende ich mich einer anderen Aktion zu, dann verfliegt die Zeit wie nix. Also könnte auch dieses Handy oder Smartphone natürlich dazu dienlich sein. Ich mache es immer so, ich nehme jetzt nicht gerade das Smartphone oder das Handy, sondern ich nehme immer meistens ein Buch mit. Ich finde das toll. Lese mein Buch, was ich also wirklich mal intensivst weiterlesen möchte. Und da kann ich mich drin vertiefen. Ja. Und oft merke ich ganz erschrocken, dann wird mein Name aufgerufen und ich war ganz vertieft in meinem Buch. Lieber etwas tun. Als den anderen so sparsam angucken, dass er noch ungeduldiger wird. Ja, genau. Das ist etwas sehr Schönes, auch da mal zu schauen, wie kann ich diese Wartezeiten, die gerade für mich jetzt entstehen, für mich sinnvoll nutzen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, außer jetzt gelangweilt herumzuschauen und nervös zu werden. Mein Gott, ist das heute wieder hier lange? Wie lange muss ich eigentlich warten? Das gibt's doch gar nicht, sind schon 2 Stunden hier. Und. Ich kann diese 2 Stunden auch nutzen, vielleicht mit einer Zeitung oder mit einem Buch oder manche auch mit dem Handy, mit dem Smartphone, um da eben halt wirklich die Zeit zu überbrücken. Und schon wird diese Zeit nicht mehr zur ungeduldigen Zeit, sondern man nützt sie für sich und jeder auf seine Art und Weise. Ich find's toll. Ja, ich find's auch sehr gut. Ich denke, das ist etwas, wo wir wirklich immer sagen können, das ist etwas, so ist es wirklich richtig. Ja gut, aber wenn man mal an ältere Leute denkt, die haben nicht gerade ihr Handy oder Tablet dabei, wenn sie zum Arzt gehen. Die könnten aber ein Buch mitnehmen oder eine Zeitschrift und da sich darin vertiefen. Ja, ich habe aber auch schon gemerkt, dass sie im Wartezimmer sich oft über ihre Wehwehchen unterhalten. Ja gut, das ist dann auch eine Art der Überbrückung. Aber es funktioniert. Die Zeit wird überbrückt. Ganz genau. Ja. Und zwar, man wird nicht ungeduldig, sondern man hat etwas, wo man der eine oder andere den Ausgleich oder der andere wieder einen anderen Ausgleich drin sieht. Das ist wichtig, auch da zu schauen. Genauso gut wie an der Warteschlange an der Supermarktkasse. Da kann ich jetzt natürlich auch mit meinem Handy spielen, wenn ich möchte. Ich kann natürlich kein Buch lesen, das wäre nicht so sinnvoll, glaube ich. Jedoch kann ich auch im Außen schauen, was nehme ich noch wahr? Zum Beispiel ist mir schon oft aufgefallen, dass wenn ich dann mal umschaue, mich umschaue und mal so die Regale ab
schaue, dass mir da Dinge aufgefallen sind, die sind mir vorher gar nicht aufgefallen. Und dachte ich, ach guck mal, das ist da auch und das haben die auch. Toll, beim nächsten Einkauf werde ich da mal meinen Fokus drauf legen. Also und schon war ich an der Reihe und die Kassiererin hat mich bedient. Das ist auch etwas, wo man mal hinschauen kann. Oder man kann sich die Menschen wirklich eingehend betrachten. Wirklich mal die Menschen betrachten, vielleicht denen ein Lächeln schenken. Wenn man merkt, da kommt so eine ungeduldiges Gesicht herüber, vielleicht denen mal ein Lächeln schenken. Und schon hat man also die ganze Situation entschärft. Erstens für sich und natürlich auch für den anderen. Es geht in erster Linie darum, was mache ich, damit diese Ungeduld in mir nicht überhand nimmt. Das heißt aber auch, liebe Sanara, sich seine Zeit richtig einzuteilen. Ja. Denn ich muss ja nicht wenn ein Geschäft bis 8 Uhr los hat oder 20 Uhr, muss ich ja nicht um 5 Uhr davor stehen. Ich kann mir auch irgendwie vielleicht eine Zeit einteilen. Irgendwann weiß ich auch, wann Menschen einkaufen gehen, die nicht mehr arbeiten. Die haben ja nun ganz viel Zeit. Richtig. Ja, dass ich nicht gerade diese Phase nutze, dass ich mir auch, gut, beruflich gesehen, gibt es dann auch wieder Einschneidungen. Jedoch, wo lege ich meinen Fokus drauf? Denn Ungeduld, sage ich, hat immer etwas mit einer verkehrt geplanten Zeit. Denn Geduld ist das Vertrauen, dass alles passiert, wenn die Zeit dafür reif ist. Nun gut, könnte ich jetzt sagen, ist die Zeit reif, dass ich jetzt in der Schlange stehe und ich sage ja, sie ist reif. Denken aber nicht alle so. Wenn viele sich im Büroalltag, im Berufsleben keine Ruhepause gönnen, dann bekommen sie vor der Kasse. Sehen sie aber leider nicht so. Ja, man sieht immer nur die Hektik und Geduld aufzubringen, erstmal für sich selbst, aber ich glaube, Geduld aufzubringen auch für andere, die sich vielleicht mal gar nicht so gut bewegen können oder ihr Portemonnaie suchen oder was weiß ich auch immer. Ich glaube, das zeigt eine gewisse Reife in einem. Ja, denn komischerweise, da läuft einem die Zeit weg. Beim Arzt ist sie ihm zu langsam. Und dann stehe ich vorm Geschäft in der Schlange, dann läuft die mir weg. Richtig. Mensch, ich muss doch in 10 Minuten wieder da sein. Jetzt ist der Arsch da gerade vor und macht so lange rum und unterhält sich noch mit der Kassiererin über was weiß ich. Ja, und? Ja, ja. Das hat natürlich auch damit zu tun mit der Achtsamkeit. Denn Achtsamkeit... Oh, und loslassen. Die macht geduldig. Wenn ich wirklich achtsam bin, ist auch wieder so ein Wort, wo viele sagen, ich kann es nicht mehr hören. Jedoch, es ist so, wenn ich achtsam bin, das macht auch geduldig. Denn viele, ich denke mal, werden das Gefühl kennen, irgendwie dauerhaft aufgewühlt zu sein. Ständig kommt was Neues dazu und ständig macht man sich Sorgen und hofft, dass alles wieder läuft wie gehofft. Und dann sehnt man sich natürlich nach Ruhe und fragt sich, wann endlich alles wieder vorbei ist und die Entspannung, die Ruhe wieder einkehren kann. Oft wartet man aber vergeblich, denn innere Ruhe hat, wie der Name schon sagt, mit äußeren Einflüssen zu tun. Menschen zum Beispiel, die über die innere Ruhe verfügen, sind nicht so schnell aus der Fassung zu bringen. Sie lassen die Vergangenheit hinter sich und lassen aber auch die Zukunft auf sich zukommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie wissen, was sie erreicht haben. Sie wissen auch, welche Fehlschläge sie einstecken mussten. Und entscheidend ist allerdings, dass sie sich von ihren Erfahrungen gefühlsmäßig distanzieren können und ihre Fehler nur noch unter einem absoluten rationalen Kontext weiter mit sich tragen. Da sind wir bei der Ruhe. Ich denke, Sachon, das ist auch ein Thema, diese Ruhe. Um innere Ruhe zu erreichen, gibt es kein vorgeschriebenes Rezept, das man ausarbeiten kann. Das gibt's nicht.
Man muss sich hineinfühlen und den Kern für die Unausgeglichenheit finden. Da sind wir dabei. Innere Unruhe führt oft zum Ungeduldigsein. Es kann allerdings helfen, sich selbst gut zuzureden. Das ist ganz, ganz wichtig, sich selbst zuzureden. Das hilft, dass du einfach mit dir sprichst und spreche einfach mal nicht nur ich mache jetzt das, sondern spreche so, als wenn du mit einem guten Freund sprichst. Duze dich doch einfach mal und sage, du, weißt du was, du machst jetzt das und das. Und jetzt machst du mal das und das. Und das würde dir jetzt gut tun. Du wirst merken, dass du in dem Moment eine viel positivere Einstellung zu dir bekommst, als du jemals hattest. Das ist eine gute Krücke, ein Hilfsmittel, um mit sich auch wieder in die Ruhe, in die Reinheit zu kommen. Einfach mal mit sich selbst zu sprechen, als wenn du mit einem guten Freund sprichst. Und dann duzt du dich einfach mal und sagst, du Sharon, weißt du was, ich mache jetzt mal das und das und das tut mir jetzt gut und du weißt du was, das mache ich jetzt. Und schon merkst du auf einmal, wie etwas in dir sich aufwallt und du sagst, oh ja, das ist für mich eine positive Stimmung. Das tut mir gut. Hast du das schon mal probiert, Sharon? Stell nochmal die Frage. Richtige Frage. Ja, mit dir zu sprechen, als wenn du mit einem guten Freund sprichst. Oh, das ist. Und das nicht nur zu sagen, ich sage und mach jetzt das und das, sondern einfach als wenn du mit einem guten Freund, du machst jetzt mal das und das und du komm, lass uns mal das und das machen. Das habe ich jeden Tag. Habe ich jeden Tag. Das ist super. Aber da gerate ich manchmal auch innerlich in einen Konflikt. Aus dem einfachen Grunde, liebe Sanara, das habe ich am Anfang der Sendung schon gesagt. Man nimmt sich zu viel vor. Ja. So, und dann gehe ich in mir, gehe in mein Studio. Da steht der liebe Mozart in einem wunderschönen Bild, der mich schon seit Jahren in den Hintern tritt. Wann kommst du? Wann machen wir? Wann können wir? Ich sage, ja. Übe dich in Geduld. Oh, ich habe Zeit, sagt er. Ja, aber diese Zeit überträgt sich auf uns Menschen, dass wir 24 Stunden haben am Tag. Und dass ich dann morgens, wenn ich aufstehe, mit meiner lieben Sanara, setzen wir uns auf Terrasse, wir kochen uns unseren Kaffee, wir schauen die aufgehende Sonne und dann rede ich mit mir innerlich selber und sage, lieber Sharon, lieber Freund, was machen wir heute? Welche Geduld bringst du auf, um das und 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 das noch zu erledigen. Merkt ihr, die Liste ist etwas zu lang. Also wenn man die To-Do-Liste zu lang schreibt, das ist auch ein Zeichen, dass man in Ungeduld gerät. Denn niemand, der eine To-Do-Liste so lang hat, wird sie mit alles abhaken können. Und was entsteht letztendlich abends, wenn ich dann durchgucke, Haken habe ich nicht überall gemacht. Schitte. Aber das. Ich bin ungeduldig. Aber dafür habe ich dich. Ja, das stimmt. Bringst meine Ungeduld in eine wunderbare Geduld. Wunderbar. Das heißt, Sharon, ach, wir trinken mal einen Kaffee, Küsschen geben, schön, und gucken da. Guck mal da oben, da ist noch was und da ist noch was und da ist noch was. Du bringst mich auf eine Spur und trennst mich loslassen von meinen wirschen Gedanken. Ja, das ist wichtig. Das ist der innere Freund, wenn man ihn als Freund bezeichnen kann, oder als inneren Ungeduldrängler. Ja. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken kann, liebe Zuhörer, aber ich denke, das spüren wir alle in uns, denn das, ich sagte ja vorhin schon, Geduld ist das Vertrauen, dass alles dann passiert, wenn die Zeit dafür reif ist. Das kann sein, dass danach mir gleich nach der Sendung sagt, morgen müssen wir das und das machen. Morgen früh beim Kaffee ist es eine ganz andere Ordnung. Da auf einmal muss man innerlich umstellen und den Aufgaben des Tages gegenüberstehen. Dieser Ausdruck, wir müssen das und das machen, ist gar nicht mein Vokabular. Nein. Weil dieses Müssen ist ja Druck und ich bin ja gegen Druck.
Also, dann würde ich sagen, ich würde vorschlagen, Wir könnten das und dass wir das heute das und machen. das vielleicht mal in Angriff Ja, nehmen aber würden. merkst du, das Muss kommt aus mir. Ja, Das ist die innere Ungeduld. Ich genau, muss es. Und das genau. kommt die andere Liste noch im Nacken. Diese To-Do, ja. Überlegt mal, liebe Zuhörer, ich habe jetzt Muss gesagt, obwohl Angie das gar nicht gesagt hat. Nein, Das nein. ist, was innerlich hochkommt, Richtig. machen wir uns selber Druck und bringen den Druck noch ins Außen. Genau. Das Ja? ist so wichtig, auch da mal hinzuschauen, das zu erkennen. Doktor, danke, danke, danke. Denn wir leben ganz oft, ich erfahre es ja auch in den Gruppen bei uns, dass ganz oft das Thema, da musste ich zu diesem Termin und ich musste zu dem Termin und da musste, 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 musste. Und wenn ich dann frage, du, wer hat dich denn dahin gedrängt, dass du das musstest? Dann kommen immer große Augen, die Augenbrauen gehen hoch und dann kriege ich meist zur Antwort, ja, ich selber. Also, niemand wird dich zum Müssen hindrängen, es sei denn, du erzeugst in dir selbst dieses Muss. Und dann ist natürlich dieses Muss sehr beschwerlich, sehr erdrückend und es drückt einen runter, absolut. Wenn ich etwas mir vornehme und sage, ich könnte jetzt mal das und jenes machen, dann nehme ich es mir vor. Jedoch mache ich es nicht zu einem Muss, sondern wenn es geschieht, dann freue ich mich. Und was das Schöne ist, ich freue mich über jeden Teilabschnitt, den ich schaffe. Das ist das Schöne. Jeden Teilabschnitt. Wenn ich mir also ein Projekt vornehme und sage, so, das möchte ich gerne machen, das würde mir Spaß machen, das gefällt mir. Und ich schaffe das ja natürlich gar nicht, weil das ist ein bisschen viel, was ich mir da vorgenommen hatte. Jedoch habe ich ja etwas an dem Tag oder in der Woche oder wie auch immer geschaffen. Und dann freue ich mich über diesen Teilabschnitt und der lässt auch diese Ungeduld in mir gar nicht erst hochkommen, weil ich mich freue und sage, oh, das ist aber klasse, was ich jetzt schon geschaffen habe. Ich schaue aber also mehr auf das, was ich geschaffen habe, als auf das, was noch vor mir liegt und was ich schaffen will oder möchte oder muss. Das ist wichtig, denn das würde mich dann herunterziehen. Und ich wäre noch nicht einmal mit dem zufrieden, was ich geschaffen habe, sondern ich habe ja immer vor der Brust, das muss noch sein. Ja, Kinder, das ist doch schrecklich, oder? Merkt ihr schon? Also da würde ich gar nicht mit leben können, sondern ich erfreue mich lieber an dem, was ich geschaffen habe. Und dann kann ich Schritt für Schritt auf dem zugehen, was dann letztendlich das Ziel sein soll. Das ist toll. Ja? Aber wir haben noch ein anderes Thema. Ja? Wollten wir an für sich gleich noch machen, haben wir jetzt verschoben, weil wir ein anderes Thema vorgeschoben haben. Alles anfangen, nichts zu Ende bringen. Das kommt gleich. Oh, habe ich gerade Ja, schon das gehört. kommt gleich. Merkt ihr das? Die Ja. Zeit regelt es. Nicht Ja. ungeduldig sein. Ja. Es wird nichts vergessen. Nein, das wird nicht vergessen. Ich finde es toll, ne? Ich finde es auch toll, weil es ist ein so schönes Thema und ein so brisantes Thema, was uns alle angeht. Wirklich alle, alle, alle. Da kann sich niemand von ausschließen. Und ich denke, um da mal hinzuschauen, da sind wir ja nun für da, mit dem Wendepunkt aktuell. Und wir laden euch ja immer wieder ein, auch da mal bei euch hinzuschauen. Das ist ja das, was unser Bewusstsein im Wandel wachsen lässt. Und zwar das Bewusstsein zu uns selbst, zu unserem Leben, das Bewusstsein zu dem Leben unserer Mitmenschen und das Bewusstsein immer zu dem, was wir tun. Und zwar jeden Tag, Tag für Tag. Und jetzt gönnen wir uns wieder ein kleines Päuschen und freuen uns, wenn ihr gleich wieder da seid. Bis Genau. gleich. Thank you.
Wendepunkt aktuell. Im RLB Lotusblüte. Die neue Begegnung im Wandel deines Bewusstseins. Die Sendereihe mit Sanara und Saron. Wendepunkt aktuell. Wir unterliegen im täglichen Leben ständig dem Wandel unseres Bewusstseins. Und was es damit auf sich hat, erfährst du in unserer Sendung Wendepunkt aktuell im RLB Lotusblüte. Die neue Begegnung im Wandel deines Bewusstseins. Wendepunkt aktuell. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch natürlich nochmal alle zum Wendepunkt aktuell, auch alle, die sich nochmal neu eingeschaltet haben. Schön, dass ihr hier seid bei uns im RLB Lotusblüte. Heute zum Thema Geduld, Ungeduld. Ich denke, ein Thema, was uns alle irgendwo in irgendeiner Art und Weise betrifft. Wir sprachen vorhin das Thema Loslassen an. Und ich denke, das Thema Loslassen, das ist auch so ein Wort, die viele auch immer halt gar nicht so gern hören. Denn auch das hat wieder mit der Ungeduld zu tun. Geduld, Ungeduld, Loslassen ist alles nicht das, was ich so möchte. Und ich gebe mal so ein Beispiel. Zum Beispiel, du hast ein Projekt vor und das will gar nicht so funktionieren, wie du dir das vorgestellt hast. Und umso länger du es versuchst, desto weniger funktioniert es und dann wirst du frustrierter und frustrierter. Ja, dann, wir haben uns alle schon die Zukunft ausgemalt, die uns nach diesem wunderbaren Projekt erwarten könnte. Und jetzt steht das alles auf der Kippe. Oh shit. Ja, ich kann euch empfehlen, hier heißt es jetzt loslassen. Ich sehe euch schon, wie die Augenbrauen nach oben gehen. Jedoch, auch wenn das bedeutet, einen Schritt zurück zu müssen und damit bereits getane Arbeit als nichtig zu deklarieren, das ist zwar unangenehm, jedoch bedeutet es nicht das Ende der Welt, glaubt man ja. Aber nicht nur bei großen Projekten, auch in allen zwischenmenschlichen Beziehungen macht uns das Loslassen von bestimmten Vorstellungen zu viel, viel gelasseneren Menschen. Ich kann es euch echt sagen, dauerhaft erwarten wir von bestimmten Menschen immer wieder ganz bestimmte Reaktionen. Warum hat die oder der jetzt abgesagt? Das ist doch gar nicht die Antwort, die ich jetzt hören wollte. Oder wieso macht der oder die das denn jetzt so? Das kann doch nicht sein. Das ist doch gar nicht seine Art. Damit, ihr Lieben, merkt ihr schon, stellen wir ständig Ansprüche an unsere Mitmenschen und sind unzufrieden, wenn diese anders reagieren, als wir es uns vielleicht ausgemalt haben. Ja, das sind die Idealvorstellungen und davon sollten wir ablassen. Und gerade bei Menschen, die uns ganz besonders am Herzen liegen und nicht immer so kleinlich sein, das ist auch wichtig, denn wir sind oft sehr kleinlich, wenn solche Aussagen kommen. Das tut uns selbst überhaupt nicht gut. Nicht nur, weil wir gelassener sind, sondern auch, weil wir uns mit weniger Erwartungen und Ansprüchen an Dingen,
die wir nicht beeinflussen können, in Toleranz üben und somit wieder in Geduld. Ihr merkt, das Loslassen hat viel auch mit Geduld zu tun. Und wir werden toleranter. Das ist auch so wichtig. Drum versteife dich nicht immer wieder auf irgendwelche Dinge. Ich weiß, dass es oft passiert, dass man sich Dinge vornimmt. Ganz viele Dinge. Der eine möchte dies, der andere möchte das. Der eine möchte 3, 4 Dinge mit einmal, hat große Freude, besorgt sich auch alles, was man dafür braucht, um es endlich zu tun. Und letztendlich wird alles mal angefangen und nichts wird durchgeführt. Man kommt gar nicht mit seinen Dingen so richtig ans Ende, weil man sich schon wieder mit einem neuen Ding befasst und das alte immer noch liegt. Es ruht, sagen wir mal so. Es ist noch nicht fortgeführt und das Neue kommt schon wieder. Und dann hat man wieder eine neue Idee und schon kommt etwas Neues. Und so geht das weiter und weiter. Und letztendlich schaut man sich die ganzen Projekte mal an und sagt, okay, das habe ich alles mal angefangen, das liegt jetzt da schön brach und ich habe nichts zu Ende geführt. Woran kann das liegen? Vielleicht auch an einer gewissen Art von Selbstdisziplin. Vielleicht auch an einer Art, wo ich sagen kann, das ist etwas, du wolltest es, weil doch, ja, ich sag mal, du ganz viel Freude im ersten Moment daran hattest. Und ganz schnell, so wie die Freude gekommen ist zu dieser Idee, zu diesem Projekt, ist sie auch wieder verflogen. Und schon war eine neue Idee da und da hast du auch noch mehr Freude dran. Und dann gehst du an diese Sache und so geht das weiter und weiter. Und letztendlich, wenn du mal zurückschaust, ist nichts richtig zu Ende geführt worden. Wird es dich letztendlich zufrieden machen? Wirst du dann mit deinen Projekten zufrieden sein? Ich sag einfach mal, ich sprach ja vom Loslassen. Wichtig ist, dass wenn ich mir ein Projekt vorgenommen habe, ich vielleicht auch mal erkennen darf, okay, das fand ich zwar sehr gut und sehr schön, jedoch es ist gar nicht so mein Projekt. Es ist das, was ich zwar mal anfangs gut fand, jedoch ich darf es jetzt auch mal loslassen. Weil ich festgestellt habe, dies, das gefällt mir sehr und das ist genau das, wo ich meine ganzen Qualitäten hineinlegen kann, wo ich auch meine Ideen fließen lassen kann. Und da mal hinzuschauen, das ist etwas ganz Wichtiges. Viele wollen anderen Menschen nur nacheifern und sagen, oh, der oder die macht jetzt das und jenes, das will ich auch. Da fange ich jetzt auch mit an. Ja, kannst du mir da mal kurz was beibringen? Dann macht der oder die das vielleicht auch. Und dann geht man voller Elan ran und nach kurzer Zeit stellt man fest, ach nö. Das ist doch nicht so mein Ding. Das lege ich jetzt erstmal in die Ecke. Und dann kommt das nächste Ding, was man wieder sieht. Oh ja, das ist schön. Das fange ich jetzt auch mal an. Und so geht das weiter und weiter. Und letztendlich verzettelst du dich, weil du nicht genau deinen Ideen folgst, die in dir sind und die in dir hochkommen, wo du sagst, das ist mein Ding und das will ich machen. Zum Beispiel gibt es, ich gebe mal ein Beispiel von mir, es gibt Dinge, die habe ich mal angefangen in meinem Leben und habe dann gedacht, okay, das könnte was für mich sein, habe aber dann irgendwann wirklich festgestellt, das ist gar nicht mein Ding, habe sie dann auch echt losgelassen, weil es überhaupt nicht in meinen Ideenreichtum passte und das war dann für mich auch wirklich weg. Jedoch habe ich dadurch erkannt, was wirklich mein Ding ist. Und das habe ich natürlich mit großer Selbstdisziplin und mit Arrangement natürlich auch durchgeführt, weil das machte mir Spaß und Freude.
Und das war genau mein Ding. Und da sind all meine Ideen, all meine Kreativität ist hineingeflossen. Man sagt so richtig, ich war so richtig im Flow. Ja, es ist geflossen. Meine Kreativität ist geflossen. Und da darf man für sich erkennen. Nicht nur nacheifern, dass man etwas können möchte, was andere können, und immer wieder sich neu ausprobieren, sondern schauen, was ist wirklich mein Ding. Also versteife dich nicht auf Dinge, die andere machen, sondern schau bitte etwas, was ist für dich das Richtige. Das ist absolut wichtig, denn Geduld führt dazu, dass man in der Gegenwart lebt und den Moment genießen kann, ohne sich zu verbiegen. Die Wahrnehmung wird bewusster und nicht nur die großen Ereignisse im Leben werden wertgeschätzt, sondern auch die ganz kleinen Erfolge und die Freuden, die ich daran habe. Außerdem versucht man sich nicht mehr so oft mit anderen zu vergleichen, sondern weiß, dass jeder seine Zeit benötigt, um gewisse bestimmte Dinge zu lernen und letztendlich auch zu erschaffen und andere wieder zu überwinden. Da mal hinzuschauen, in sich hineinzuhorchen und dann mal zu gucken, worin versteift man sich und worin tue ich mich vielleicht nicht so leicht mit dem Loslassen. Möchte ich wirklich nur anderen folgen? Möchte ich genau das können, was andere können? Ich zum Beispiel bin ein sehr kreativer Mensch. Ich male gerne, ich nähe gerne, ich handarbeite gerne. Also alles, was mit Kreativität zu tun hat. Ich koche sehr gerne, ist auch eine kreative Sache. Ich backe sehr gerne. Das macht mir Spaß und Freude. Da kann ich gar nicht genug von machen, ja. Jedoch, es gibt Dinge, die könnte man mir anbieten. Da würde ich sagen, das ist nicht mein Ding, das will ich gar nicht. Das würde ich auch sofort loslassen. Da würde ich mich nicht drauf versteifen, es tun zu wollen, nur weil der oder die oder wer auch immer es macht. Sondern ich vertraue auf diese Dinge, die in mir sich zeigen und die in mir sind. Und da freue ich mich dann über jedes gelungene Stück, freue mich wirklich absolut und ich sehe auch jeden kleinen Teilabschnitt, den ich gemacht habe und erfreue mich darüber und freue mich dann auf das große Ganze, was daraus entsteht. Wenn ich zum Beispiel anfange, einen Teil zu handarbeiten, dann fange ich ja mit dem Aufnehmen der Luftschlangen an. Also ich fange an mit dem Maschenaufnehmen und dann kann ich auch nicht schon sagen, oh, ich bin noch gar nicht fertig, ich bin ja mal erst an der ersten Reihe, sondern ich arbeite darauf hin und wenn ich dann wieder schaue, oh, jetzt habe ich schon so ein großes Stück gehandarbeitet, wie wunderschön. Und erfreue mich auf das große Ganze, was mal irgendwann daraus entsteht. Da möchte ich euch ermuntern, es auch bei euch zu erkennen und nicht nur einem anderen Menschen zu folgen oder folgen zu wollen, nur weil ich denke, das will ich genauso. Es ist vielleicht gar nicht mal dein Ding. Und es würde dir nur große Probleme bereiten und dich nie an deinen Erfolg bringen und immer wieder auch dieses Gefühl der Ungeduld in dir hochkommen lassen, weil es einfach nicht zu dir gehört. Und bitte versteift euch da nicht drauf, sondern lasst diese Dinge los und bleibt bei euren Dingen, die euch wirklich gut tun. Ja, wenn ich sie gefunden habe. Ne? Die findet jeder in sich, wenn man schaut. Wenn man richtig in sich hineinschaut, findet die jeder in sich. Ganz genau. Man kann zwar Anregungen bekommen, jedoch darf man immer wieder schauen, ist es überhaupt mein Ding und ist das etwas, was mir Freude machen würde. Ja, ihr Lieben, alles anfangen und nichts zu Ende bringen. Ich sage mal, auch wenn ich etwas anfange und nicht zu Ende gebracht habe, wenn es mal eine oder zwei Sachen sind, finde ich das okay. Jedoch, wenn mein ganzes Leben nur darauf aufbaut, immer wieder etwas Neues anzufangen, in die Ecke zu stellen
Dann mal wieder ein bisschen schauen, was macht der eine, was macht der andere, könnte ich auch mal versuchen. Dann wird's etwas kriminell, weil ich mein eigenes Potenzial verschiebe. Und wenn ich etwas verschiebe, dann finde ich meinen eigenen Ursprung nicht. Auch das hat mit Ungeduld zu tun. Denn ein Vogel wird nie morgens, wenn du aufstehst, sagen: Scheißen Dreck, was sing ich heute? Macht er nicht. Weil er ganz einfach in seinem Vertrauen ist. Jedoch, wenn ich viele Dinge anfange, dann und nichts zu Ende bringe, und wenn es 10, 20, 30 Dinge sind und immer noch alles schön machen möchte, dann hat es doch immer mit einem selbst zu tun. Auf der Suche nach dem Ich. Und das sind suchende Menschen. Suchende Menschen, wenn ihr sie besucht, da wird alles in Farben sein. Da wird alles irgendwo sehr dekorativ sein. Jedoch, diese Menschen möchten allen gerecht werden. Und da ich allen gerecht werden möchte, versuche ich auch vieles. Und dann ist es nicht verdenklich, dass ganz viele Niederschläge kommen, dass man sich auch wieder rausreden kann und man kann sagen: Ja, ich habe das gemacht und das sieht ja auch schön aus, aber ich versuche wieder was anderes. Und da möchte ich die Natur wieder ins Spiel bringen, liebe Zuhörer. Niederschläge, Klammer auf, Regen, Klammer zu, sind dazu da, uns zum Wachsen zu bringen. Klammer auf, Natur, Klammer zu. Wenn es keine Niederschläge gibt in unserem Leben, ich rede jetzt nicht von 100 Versuchen, ich rede ganz einfach davon, dass wir ein gewisses Projekt erstellen möchten und dass ein Niederschlag gibt, dass es nicht so in mein Konzept passt. Und ich versuche es immer, 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 immer wieder. Dann sollte mir irgendwann mal bewusst werden: Egal was ich tue, ich habe irgendwo keine Lust mehr. Ich habe mir jetzt alles gekauft und trotzdem liegt es irgendwo in der Ecke. Aber ich habe ja was anderes zu tun. Ich kann mich damit beschäftigen, damit beschäftigen. Wir suchen. Und so wie die Niederschläge, der Regen unsere Natur zum Wachsen bringt, obwohl die Pflanze sich gar nicht fragt, wie ich aussehen soll. Es ist im Ursprung des Samens verankert, wie viele Blätter sie bekommt, wie viele Verzweigungen sie bekommt, ob sie Früchte bekommt oder ob sie nur blühen darf. Da fragt sie sich nicht. Und sie versucht auch nicht, aus einer Hyazinthe eine Rose zu machen. Und versuche du auch nicht aus deinem Leben etwas zu machen, was nicht zu dir gehört. Auch nicht, um anderen etwas zu beweisen. Ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema. Da sind wir ja bei dem Loslassen oder bei dem, sich nicht zu versteifen. Gerade auch da mal zu schauen, wie sieht es wirklich in mir aus, hat wieder mit einer ganz großen Portion Ehrlichkeit zu sich selbst zu tun. Denn wenn du nicht durchzuhalten vermagst, brauchst du Geduld. Und wenn du dringend entschleunigen willst, brauchst du Geduld. Wenn du vor Ärger platzt, brauchst du Geduld. Doch, ihr werdet euch ganz bestimmt fragen, ich merke das schon, wie wird man denn jetzt letztendlich geduldiger? Ist das überhaupt erlernbar? Ja, ihr Lieben, ist das erlernbar? Sicherlich ist das erlernbar. Ich kann echt nur sagen, ich bin zum Beispiel ein sehr geduldiger Mensch. Ich bin auch relativ genügsam. Ich kann geduldig auf etwas hinarbeiten,
bin hartnäckig und habe eine hohe Selbstdisziplin, kann ich von mir behaupten. Warten und geduldig sein macht mir wirklich nichts aus. Jedoch, ihr Lieben, auch ich habe es lernen dürfen. Ganz wichtig, auch diese Geduld für mich, für das, was ich im Halt für mich erkennen durfte, was ich erreichen wollte, auch lernen zu dürfen. Zum Beispiel, so ein paar Beispiele wieder mal. Der eine schreibt ein Buch und bei den ersten zwei Seiten schön stöhnt er schon und sagt, oh Gott, wie viel hatte ich mir vorgenommen? 250 Seiten, das schaffe ich nie. Ja, der andere möchte sich gerne vielleicht selbstständig machen und versucht ihm halt etwas auf die Beine zu stellen. Er hat auch unheimlich Tatendrang und merkt ihm halt, die Ideen, die ich so habe, ja, wie soll ich die umsetzen? Ja, ihr merkt schon, das alles sind Dinge, wo ich sagen kann, allen beiden fehlt im Grunde das Gleiche. Was fehlt ihnen wohl? Geduld. Geduld zu dem, was sie sich vorgenommen haben. Jedoch Geduld ist immer nicht gleich Geduld. Das ist auch wichtig. Ihr denkt auch, was sagt die Sanara jetzt da? Das ist so. Andererseits kann es auch passieren, dass ich nach Möglichkeiten immer wieder alles sofort erledigt haben möchte. Hasse Unfertiges um Baustellen. Ja, dann bin ich wieder mal im ganz kreativen Flow und fühle mich vorwärtsgezogen und möchte all meine schönen und vielen Ideen möglichst ganz schnell umsetzen. Tja, und früher hätte ich vielleicht auch schon in einer Warteschlange an der Kasse absolut hochgehen können und hätte echt gedacht, boah, ich kann mich hier nicht hinstellen, so unnütze Zeit, was soll das Ganze? Was fehlte mir da? Die besagte Geduld. Ihr seht schon, diese Geduld mal in sich selbst so festzustellen, ist etwas Wunderbares. Das ist so eine effiziente Arbeit, die jeder mit sich selbst wirklich in sich spüren kann. Denn was ist überhaupt Geduld? Was ist das überhaupt? Was ist Geduld? Ist ja ein tolles Wort. Für viele ein Schimpfwort. Jedoch, ich finde es gar kein Schimpfwort. Geduld ist zum Beispiel, wer abwarten und Wünsche zurückstellen kann. Das nennt sich die Impulskontrolle. Oder auch, wer aushalten und Mühen ertragen kann. Das ist die Duldsamkeit. Man kann die Geduld auch umdefinieren. Wer dranbleiben, durchhalten und auf etwas hinarbeiten kann, das ist das Durchhaltevermögen. Wer Rückschläge meistert, neu startet, weitermachen kann, das ist die Frustrationstoleranz. Wer Gefühle wie Gereiztheit, Ärger oder Wut beherrschen kann, das ist die Affektkontrolle. Und wer Hilflosigkeit, Verstöße gegen seinen Willen hinnehmen kann, das ist die Gelassenheit. Und wer Eile, Unrast, Oberflächlichkeit im Zaun halten kann, ja, was ist das? Das ist die Sorgfältigkeit. Merkt ihr schon, dass bei all dem, was ich euch jetzt hier aufgezählt habe, die Geduld im Vordergrund steht? Und es ist die Impulskontrolle, die Duldsamkeit, das Durchhaltevermögen, die Frustrationstoleranz, die Affektkontrolle, die Gelassenheit und die Sorgfältigkeit. Da kann man wirklich sagen, ihr merkt schon,
wie die Geduld, wie man sie auch erlernen kann. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Geduld. Jeder hat hier seine Stärken und Schwächen. Niemand wird in allen Dingen gleich ungeduldig sein. Jedoch erfahren wir uns in vielen Dingen immer wieder mal ungeduldig. Wie kann ich jetzt geduldiger werden? Tja, das ist natürlich etwas, was darf ich an mir arbeiten? In erster Linie nicht zu viel Stress sich auszusetzen. Setze dich nicht zu sehr unter Stress. Mach nicht zu viele Dinge auf einmal oder setze dir zu enge Termine. Baue wirklich bei deinen Terminen auch Puffer ein. Denn Stress und Zeitdruck sind kontraproduktiv zu jedem Versuch, geduldiger werden zu wollen. Dann ordne lieber feste Termine zu. Gebe deinen Tätigkeiten mehr oder weniger feste Termine und plane einen überschaubaren Zeitraum. Nicht zu sagen, das muss dann und dann fertig sein, einen überschaubaren Zeitraum. Wie zum Beispiel, erst nachdem ich Aufgabe A und B erledigt habe, werde ich mich an Aufgabe C ranmachen und nicht eher. So verhindert man, dass du wieder in eine Stresssituation gerätst und vor allem noch die zu erledigen Dinge von dem Drang getrieben wirst, alles möglichst schnell abzuarbeiten, um es endlich loszuwerden. Das macht Druck und das ist nicht gut für einen. Und dann, ihr Lieben, siehe auch mal deine Teilerfolge. Das sehen die wenigsten. Viele von uns starren nur auf das Gesamtergebnis. Zum Beispiel auf das, was ich erreichen möchte. Das kann dazu führen, dass man entweder nur schwer oder nicht leicht durchhält. Und wer im Eiltempo alles schnell erreichen will, hemmt sich und letztendlich wird man dieser Sache überdrüssig. Es macht keinen Spaß mehr. Drum teile die Dinge lieber in einzelne Schritte auf und freu dich über jedes einzelne Zwischenergebnis. Und sei auch dankbar für jeden Teilerfolg. Egal wie groß oder wie klein er ist, das lässt dich geduldiger auf das wirklich ersehnte Gesamtziel zustreben. Jeden Teilerfolg in Liebe, in Dankbarkeit annehmen, dann siehst du auch, wie das große Ganze letztendlich wächst. Siehe mal jeden Teilerfolg als ein Puzzle deines großen Ganzen. Und je mehr Teilerfolge du in dir erfährst, umso eher wächst das große Bildnis deines Puzzles. Das ist wichtig und ganz, ganz wichtig, da möchte ich euch nochmal sagen, suche dir auch immer wieder mal die Ruhe. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel ein Raum der Ruhe, ja, wo du dich mal zurückziehen kannst. Baue Pausen und Ruhe ein in deinen Alltag. Entschleunige und du wirst sehen, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist wichtig, denn nur, wer nur immer strebt und macht und tut und sich nicht mal zurückzieht in seine Ruhe, der wird letztendlich nicht in die Kraft kommen. Und in der Ruhe liegt die Kraft. Und nur wenn du in die Ruhe kommst, dann wirst du merken, jetzt bin ich wieder kraftvoll, bekomme neue Ideen und ja, jetzt weiß ich genau, so kann es weitergehen. Das ist auch ein großer Erfolg, den du dir dann verzeichnen kannst. Und freue dich über jeden noch so schönen Teilerfolg, den du schaffst, denn das ist dein Puzzle für dich auf dem großen Ganzen deines Werkes. Und jetzt freue ich mich mit euch auf ein kleines Päuschen und auf eine wunderschöne Musik. Und ich freue mich gleich wieder auf euch. Thank you.
ja, ihr Lieben, das wunderbare Wort Geduld, was uns heute den ganzen Abend schon beschäftigt, und auch die Ungeduld. Ich denke, das sind wirklich Dinge, die wir uns wirklich mal näher beschauen dürfen. Ich habe jetzt vorhin noch in unserem Chat gelesen, Geduld ist, wenn man bereit ist, zum Beispiel mit Sehnsüchten und Wünschen zu leben, die zurzeit halt einfach noch nicht erfüllt werden können. Ja, jedoch, wenn ich mit Sehnsüchten und Wünschen lebe, die nicht erfüllt werden können, würde mich das auf Dauer ungeduldig machen. Das ist unweigerlich, weil ich ja danach strebe, dass diese Sehnsüchte und Wünsche sich letztendlich erfüllen. Und das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, kann ich echt mal so sagen. Und da mal hinzuschauen. Jedoch, wenn Ungeduld, wenn du dich jetzt ertappst zum Beispiel wieder mal und du merkst, wie die Ungeduld sich wieder steigern könnte, dann habe ich mal so einen Tipp für dich, sag ich mal, ja? Was auch helfen könnte. Erstens, besinne dich mal auf dich selbst. Wirklich, schließ einfach die Augen, egal wo du bist, und besinne dich auf dich selbst und geh in deine Atmung und lege den Fokus wirklich auf deine Ein- und Ausatmung. Das macht sofort ruhiger und gelassener. Das ist schon mal ein Thema, wo die Ungeduld dann dich nicht mehr so ergreifen kann. Besinne dich auf dich selbst und deine Atmung, wenn du den Fokus wirklich ganz instinktiv oder direkt darauf lenkst, wirst du merken, dass du ruhiger und gelassener wirst. Probier es einfach mal zu Hause aus. Du merkst, dass du ungeduldig bist. Schließ in dem Moment mal die Augen und atme tief ein, durch die Nase ein, und der Atem fließt, und dann lass den Atem durch die Nase wieder ausströmen, und das mache ein paar Mal, und du wirst merken, du wirst ruhiger und gelassener, und die Ungeduld wird dich nicht mehr beherrschen. Du kannst es auch gedanklich nachvollziehen, das ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel können dir folgende Gedanken helfen. Eile mit Weile. Auch ein wunderbarer Gedanke. Oder alles braucht seine Zeit. Oder auch, ich freue mich über jeden Teilerfolg. Ja, das hilft auch wirklich wieder einen Gang herunterzuschalten, ohne zum Beispiel ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Eile mit Weile, alles braucht seine Zeit. Ich freue mich über jeden Teilerfolg. Das kannst du dir gedanklich natürlich immer wieder sagen oder auch laut aussprechen. Das hilft, um im Moment dir diese Ungeduld zu nehmen. Denn wir haben ja auch ein vegetatives Nervensystem. Und das dürfen wir dann beruhigen. Was sehr, sehr hilfreich ist, ihr Lieben. Wirklich, absolut hilfreich. Damit habe ich zum Beispiel meine Übungen immer wieder begonnen. Und ich schätze hier vor allem den Mantragesang. Das heißt, Mantras wirken extrem beruhigend auf das vegetative Nervensystem. Und dieses Nervensystem steuert die automatisch ablaufenden Prozesse in unserem Körper, wie zum Beispiel Herzschlag, Atmung, Blutdruck, Verdauung, Stoffwechsel und vieles mehr. Und es reagiert sehr empfindlich auf unsere kleinsten Verstimmungen. Also ihr merkt schon, so ein Mantra, wer es noch nicht weiß, ich erkläre es nochmal, ein Mantra, das sind Wörter, die immer wiederkehrend gesungen werden. Wir werden gleich mal im Anschluss dran ein Mantra hören und dann könnt ihr vielleicht einfach mal mitsingen oder wenn ihr den Text nicht versteht, summt es mit und schaut mal, was es in dem Moment mit euch macht. Es ist so wichtig,
wirklich auch mal dieses vegetative Nervensystem zu beruhigen, das bringt dich auch in deine eigene Geduld. Und wenn du also dein vegetatives Nervensystem beruhigst, wirkst du damit gleichzeitig direkt auf deinen Körper. Und sämtliche Körperprozesse werden sofort heruntergefahren. Das geht natürlich teils auch mit normaler Entspannungsmusik oder mit Entspannungsmethoden wie zum Beispiel Tai Chi oder Yoga oder autogenem Training. Da gibt es viele Möglichkeiten, die ich hier euch aufzählen könnte. Probiert es einfach mal aus. Und lerne wirklich stärker im Hier und Jetzt zu sein. Das Jetzt, ich betone nochmal, das Jetzt zu lieben. Und dann bist du bei dir. Dann bist du wirklich ganz bei dir. Und wenn du bei dir bist, wirst du merken, du weißt genau, was für dich richtig ist. Arbeite auch mit deiner Atmung. Und ja, versuche auch über diese Sachen, die ich dir gerade gesagt habe, dein vegetatives Nervensystem zu beruhigen. Und ich würde euch empfehlen, vielleicht gleich dieses Mantra, was wir jetzt hier anspielen werden, zum Schluss unserer Sendung, mitzusingen, mitzusummen oder einfach auf euch wirken zu lassen. Egal wie auch immer, du wirst merken, es wird dein vegetatives Nervensystem sofort beruhigen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid jetzt total in euch ruhend, in eurer Geduld und habt viel vielleicht für euch mitnehmen können, vielleicht auch für euch erkannt, was euch immer wieder in eure Ungeduld führt, beziehungsweise wie ihr mehr oder besser in eure Geduld kommen könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn das für euch jetzt mehr sichtbar würde und wenn es für euch auch ein Hinweis wird, das ist für mich richtig. Denn das ist der Sinn unserer Sendungen, euch viele Möglichkeiten zu geben, zu bieten, was, wie ihr euer Bewusstsein für euch schärfen könnt und wie ihr natürlich für euch mehr in eure Ruhe kommt. Ja, ich sage ein ganz liebes Dankeschön, dass ihr mir heute zugehört habt. Dankeschön, dass ihr einfach hier seid. Und danke, dass ihr mir so geduldig zugehört habt. Das ist etwas Wunderschönes und ich freue mich einfach und das ist, macht mein Herz so richtig auf und ich freue mich und sage von Herzen danke, danke, danke. Ich sage auch danke, danke. Ich sage, mein Herz ist berührt von deinen Worten, von der Geduld, die ich immer wieder durch dich, meine liebe Sanara, habe erfahren dürfen. Und gerade diese Geduld bringt uns jeden Tag eine Sekunde weiter. Oh ja, das ist wichtig. Vor allen Dingen es unterstützt unseren Körper, es unterstützt unsere Emotionen, es unterstützt uns absolut. Und ich wünsche euch jetzt viel Freude mit dem Mantra und singt und summt es mit. Ihr könnt es auch mitsingen, es ist nicht viel Text. Einfach mal mitsingen. Lasst es wirken, ohne Erwartungshaltung. Und ich freue mich, wenn ihr genau die Erfahrungen macht, die ich an mir machen durfte und wünsche euch ganz viel Freude. Eure Sanara, ja, und sagt jetzt Tschüss, bleibt uns weiterhin gewogen. Ich liebe euch alle und gebe euch noch ein dickes Bussi mit und freue mich einfach auf viele weitere Sendungen. Nimm wahr aus deinem höheren Selbst die Quelle deiner Kraft. Nimm aus wahr deinem höheren Selbst die Quelle deiner Kraft.
In dir ist die Kraft. Im Wahn aus deinem Leben selbst, die Quelle deiner Kraft. Nimm sie wahr, deine Welt.